Willkommen zu diesem Quickie. Ich habe jetzt gerade Markus Bredke von Mein Kurs Magdeburg, www.mein-kurs-magdeburg.de, hier zu Gast. Ihr habt euch ja ganz frisch gegründet und jetzt gerade so ein bisschen das Problem, ich sag mal, als Chaos gefühlt zumindest, hast du jetzt zumindest vorhin gesagt. Wie schaut das so generell aus? Gründung, das heißt auch das erste Mal bei euch, richtig? Genau, das ist das erste Mal, beziehungsweise für mich das erste Mal. Ich komme jetzt aus einem Anstellungsverhältnis. Bei Lea, meiner Partnerin, ist das ein bisschen anders. Sie ist jetzt schon einige Jahre freiberuflich unterwegs. Ja, aber für eine Firma an sich für uns beide das erste Mal. Ja, und da gibt es natürlich eine Menge Wege, die man erledigen muss. Und es ist recht ungeordnet. Und ja, es sind einige Aufgaben, die auf einen zukommen. Und die irgendwie in der richtigen Reihenfolge zu erledigen, ist eben schwierig. Genau. Aber vielleicht mal, weil du gesagt hast, viele Wege, so auch als Tipp für frische Gründer, welche Wege sollte man so als erstes erledigen oder welche fallen generell an? Ja, grundsätzlich erstmal der Weg zum Notar. Ja, der, wenn man schnell gründen möchte, bei dem man sich natürlich frühzeitig um einen Termin kümmern muss, weil die Notare haben sehr viel zu tun und wir hatten Glück, wir haben einen Termin nach 2 Wochen bereits bekommen, was nicht selbstverständlich ist. Dann natürlich Gewerbe anmelden, der Weg zum Finanzamt. Genau, und zur IHK, wenn es nötig ist, und eben noch diverse andere, je nachdem, was man eben macht. Aber du bist ja auch extrem davon abhängig, was du gründest. Also bei euch war es ja jetzt eine UG gewesen, haftungsbeschränkt, richtig? Genau, richtig. Also ihr habt eine Gesellschaft gegründet. Da fällt ja dann ein Notar an, weil muss ja für Gesellschaftervertrag alles aufgesetzt werden, richtig? Richtig, genau, ja. Okay, also das würde ja zum Beispiel wegfallen, wenn ich mich nur als Einzelunternehmer gründe. Da bräuchte ich ja wahrscheinlich schon mal keinen Notar, wenn ich jetzt nur normal solo Selbstständiger bin, ohne eine Gesellschaft dahinter. Würde der Notar schon mal wegfallen. Auch gleich für die anderen angemerkt, für euch Hörer. Gewerbe werden auch nur notwendig, wenn ihr ein Gewerbe habt. Also in meinem Fall, ich habe jetzt nur einen Weg zum Finanzamt gehabt und dann halt diesen Versicherungskram, weil ich halt freiberuflich tätig bin. Hat natürlich mal Einschränkungen. Gewerbe habt ihr, das heißt, dürft ihr auch Sachen verkaufen. Gesellschaft ist ja auch noch vorteilhaft bei verschiedenen Sachen, aber kommt halt immer darauf an, was ich schlussendlich machen möchte. Aber bei euch war es halt der Weg gewesen. Hat sich das einfach so ergeben? Oder, also warum ist zum Beispiel gesagt, UG, Gewerbeanmeldung etc.? Gab es da spezielle Gründe oder wie schaut das da aus? Ja, gut, also wir wollen ja in erster Linie mal jetzt eine Internetplattform betreiben, wo wir mit verschiedenen Freiberuflern auch zusammenarbeiten, die uns wiederum Rechnung stellen können etc. Und da war bei uns eigentlich die einfachste Struktur die UG, beziehungsweise oder eigentlich die GmbH, aber in unserem Fall die UG, um im Kleinen starten zu können. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir uns dazu für die UG entschieden haben. Und so generell im Vorfeld dessen hast du ja gesagt, also du warst auf jeden Fall ein bisschen nervös, weil ja, die macht das ja schon eine Weile. Aber so wäre diese Idee von, wir machen jetzt da was zusammen, gerade auch mit einem Partner, das wäre im Prinzip ja auch Raum für eine komplett eigene Folge, mit einem Partner zusammen Unternehmen gründen, da gibt es ja viele Fallstricke. Aber so generell Nervosität im Vorfeld, überlegen, oh, kann das alles überhaupt funktionieren, wie schaut es da aus, sind das die schlaflosen Nächte, wie viele gab es davon? Ja, eher dahingehend, dass ich überlegt habe, den Absprung aus der aus dem Anstellungsverhältnis zu wagen. Also das waren eher so die schlaflosen Nächte. Ja. Also wie ist man da abgesichert, spielt ja eine große Rolle. Gerade im Übergang ist das Einkommen am Anfang schon überhaupt gesichert etc. Da muss man sich Gedanken darüber machen. Also das waren eher so die schlaflosen Nächte. Dass wir beide uns vielleicht nicht in irgendwelchen Themen nicht verstehen, das eher weniger. Also wir finden immer irgendwelche Kompromisse oder da sind auch die Themengebiete ganz klar getrennt, wer da was zu machen hat bei uns. Okay, also jedenfalls weniger der Unterschied zwischen Business und Private Girlfriend, sondern einfach, man ist Partner sowohl als auch in jeder Lebenslage. Genau, richtig so. Okay, also finde ich auf jeden Fall gut, dass es bei euch so klappt an der Stelle. Was mich aber noch interessieren würde, du hast ja schon gesagt, also schlaflose Nächte im Vorfeld, waren das jetzt eher so Hirngespinste von, wie ist das in 5 Jahren oder gab es jetzt aus deiner Sicht schon richtig Anlass zu sagen, ich habe mich aber jetzt jahrelang nicht um Thema Altersversorgung zum Beispiel gekümmert und jetzt ist es irgendwie zu spät oder wie war das jetzt? Also gab es wirklich richtige Anlass oder war das eher so ein Gehirnkonstrukt von der übliche Deutsche, der sich dann Gedanken um sonst was macht? Genau, ja, das. Ja, also viele Kleinigkeiten, über die man sich Gedanken macht, die eventuell schief laufen könnten. Ja, das meiste, wo man sich Sorgen macht, tritt eh nie ein, hat mal irgendwer gesagt.
Das ist natürlich auch so, aber trotzdem macht man sich die Gedanken, ja. Und die lassen einen einfach nicht schlafen. Ja, das ist prinzipiell auch nicht falsch, meine ich. Dass du halt Gedanken über Qualitäten machst, gerade du und deine Freundin, also ihr in der Partnerschaft, ja dann auch gemeinsam damit drin hängt. Also klar, kann viel Scheiße passieren, aber prinzipiell da finde ich jetzt, muss ich auch eine Lanze brechen, mal für US-Amerikaner, gerade so die kalifornischen Unternehmen, die haben, ja gründen noch in New York, die sind manchmal schon zu optimistisch von, ach hier, komm, mach mal und das Ding läuft dann. Wohingegen ich gerade in Deutschland das teilweise zu konservativ, zu zurückhaltend empfinde. Prinzipiell aber super Sache, dass ihr euch auf jeden Fall im Vorfeld Gedanken gemacht habt, was könnte funktionieren, wie könnte es vielleicht auch schief gehen. Ist immer so ein Worst-Case-Szenario. Kann ja auf jeden Fall auch nicht schaden, dass man das zumindest mal ausgearbeitet hat und dann einfach auch zu wissen, okay, was könnte ich machen, wenn das eintritt. Also in dem Zusammenhang hast du auch so, musst jetzt keine Details nennen, ob betreffend Absicherungen irgendwie was geplant, so wenn jetzt, sag mal, die Reißleine wird gezogen nach 6 Monaten oder sowas, wenn halt sich halt gar nichts tut, wenn sich das nicht entwickelt, oder wie schaut es da aus? Ja, also der Plan, wenn wirklich nichts funktionieren sollte, ist natürlich der, dann geht es erstmal wieder zurück in die in irgendeine Festanstellung. Also ich denke, da werde ich immer ja eine gute Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Das wäre mein Plan. Lea könnte ganz einfach ihre Freiberuflichkeit weiterführen. Ja, also das wäre eigentlich auch kein Problem. Bei ihr war ja vorher, genau. Sozusagen. Aber genau. Dann wäre es halt einfach nur von einem Unternehmen ins nächste quasi, mit halt dieser kurzen Zwischenzeit sollte es halt nicht klappen. Aber soweit Plan gemacht habt ihr euch so einen Grund, zumindest, dass ihr jetzt sagen könnt, ja, also ist es am Anfang noch ein bisschen blöd, über das Geld zu reden, aber also immer dieser Break-Even-Point, der gerne genannt wird, also ja, dann sollte es sich rechnen, ansonsten haben wir halt die Ersparnisse dann nicht mehr, die wir halt dann erstmal dafür rausgeben. Also das ist schon so ein bisschen im Hinterkopf auch gewesen, dass ihr dann sagen könnt, so lange testen wir rum, wenn es bis dann nicht funktioniert, aber dann lassen wir das, oder wie schaut das da aus? Also treffen Plan für Notfall. Genau, also es gibt K.O.-Kriterien. Also wenn die eintreten, dann ist, dann haben wir ganz klar uns verständigt darüber, dass wir damit aufhören. Ja. Okay, magst du da vielleicht 1-2 Mal nennen, die du auch problemlos teilen möchtest? Was so ein K.O.-Kriterium wäre? Ja, K.O.-Kriterium wäre zum Beispiel, wenn wir hier in Magdeburg keine Akzeptanz finden mit dem, was wir machen. Also wenn wir niemanden haben, der mit uns zusammenarbeitet. Also nicht gar keiner. Genau, also okay. Wenn eine Lehrer keine Lehrer verkauft, der Dönerland keinen Döner verkauft, dann, wenn er keine Kunden hat, ganz einfach gesprochen, dann ist für ihn ja auch das Geschäft schwierig. Ja. Also das ist ein K.O.-Kriterium. Ja, und das ergibt sich dann auch aus dem Tagesgeschäft heraus. Also sicherlich gibt es einige Dinge, die man auch gar nicht betrachtet hat. Also wir haben uns viele Sachen schon vorgestellt, was alles werden könnte, aber es gibt sicherlich auch Dinge, die dann einfach eintreten, die man vorher noch nicht betrachtet hat. Ja, die Sachen, wo man halt auch einfach sagen muss ich eintreten lassen. Also ich kann nicht an alles denken und selbst wenn ich an alles denke, entweder werde ich dann ein nerviges Wrack oder mache gar nichts mehr. Oder auf der anderen Seite übertreibe ich es dann vielleicht manchmal mit dem auch Ausblick. Also muss man auch, das kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, von sich selbst irgendwie total paralysieren auf der einen Seite. Dass man halt gar nichts mehr macht, weil man sich halt nur Gedanken macht, oh, was könnte sein und hin und her und wenn ich jetzt das mache, habe ich dafür keine Zeit und dann vergrübelt man den ganzen Tag. Das wäre das eine und das andere, das kenne ich auch, dass man halt zu sehr alles ausblendet und dann vielleicht sich auch verrennen kann in bestimmte Sachen. Man einfach sagt, oh ja, finde ich super klasse, spannend und total geil oder ich probiere jetzt noch 2 Tage dann meine Website noch ein bisschen auszugestalten, damit die hübsch wird, obwohl das die Leute an sich gar nicht interessiert. Aber jetzt, wo du gerade ein nervliches Wrack sagst, da fällt mir vielleicht was ganz Wichtiges ein, was auch ein K.O.-Kriterium ist, nämlich wenn das nicht eintreten sollte, warum wir das Ganze überhaupt machen. Nämlich, dass wir uns hier verwirklichen können, dass wir unsere Ideen umsetzen können. Das konnte ich in meiner Festanstellung natürlich nur in extrem begrenztem Maße. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind, dass wir kommen ja ursprünglich aus Stuttgart, komme ich eigentlich zurück, ich bin ja so ein Wiederkehrer. Und das ist auch der Grund, warum wir Magdeburg gewählt haben, weil wir einfach denken oder sehen, dass man hier noch viel gestalten kann. Und das ist der Grund, warum wir jetzt den Schritt gewagt haben. Wir wollen also gestalten und wollen mit dran teilhaben, selbst kreativ werden und einfach unsere Ideen verwirklichen. Und wenn das nicht funktioniert und das auf dem Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, nicht funktionieren sollte, dann wäre das auch ein K.O.-Kriterium. Okay, aber so ein bisschen, sagen wir mal, zweite Generation Aufbau Ost.
die nicht rüberkommen und helfen, sondern die von hier kommen und auch für sich selbst einfach was aufbauen wollen. Also Spaßfaktor ist auf jeden Fall noch, spielt eine Rolle. Also Selbstverwirklichung, einfach, dass du halt das gerne machst, was du machst. Genau, ja, steht ganz oben eigentlich, ja. Okay, ich glaube, das können wir dann auch heute direkt als Fazit nehmen. Also tu das, was du liebst. Mag zwar jetzt ganz, ganz allgemein klingen, aber gerade wenn ich mich gründe, wenn ich Unternehmer werden möchte oder einfach nur etwas arbeiten will, irgendwann muss ich ja nicht mehr arbeiten, aber da kann es niemals schaden, das auch ein bisschen leiden zu können, was ich denn später tue. Nein, das stimmt. Ja, sollte man. Okay, Markus, abschließend noch, wo kann man euch überall finden? Ja, uns kann man finden zum einen an unserer Adresse in der Schönebecker Straße 54 in Magdeburg-Buckau und zum anderen natürlich auch online, und zwar unter www.mein-kurs-magdeburg.de und eben auch auf Instagram und Facebook. Okay, und welchen Handle dort? Also. Bei Facebook findet man uns unter Mein Kurs Magdeburg, alles zusammengeschrieben. Okay. Und man findet uns bei Instagram unter Mein Kurs MD auch zusammengeschrieben. Okay, alles klar. Aber ansonsten www.mein-kurs-magdeburg.de, da ist ja wahrscheinlich eh nochmal alles verlinkt. Richtig. Und wenn die Kurse dann angelaufen, beziehungsweise die ja schon angelaufen sind, die finden wir noch alle dort. Die werden da zu finden sein, ganz richtig. Wir starten offiziell jetzt im November. Es werden jetzt im Oktober schon so ein paar Testkurse laufen, die vor allem aber auch Lehrer gibt bei uns in den neuen Räumlichkeiten. Wir haben noch jede Menge Umbaumaßnahmen jetzt bei unserer Immobilie. Super Anlage. Genau, und ja, da werden jetzt noch Wände eingerissen und wir machen noch andere Wände wieder zu und da ist noch jede Menge zu tun und da hoffen wir, dass wir den Plan einhalten, oder ich gehe davon aus, dass wir den einhalten und dann wirklich offiziell am November oder ab 1. November starten können, genau. Okay, dann würde ich sagen, auf dann in den hell erleuchteten Räumen von Mein Kurs Magdeburg, Schönebecker Straße in Magdeburg. Und ansonsten, hinterlasst uns Kommentare, wir freuen uns immer über Feedback. Das war jetzt Markus.